Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Temporal, Episode 14, der Top, die Spitze des Stapels, also quasi ganz oben. Wenn ihr nochmal zurückgeht an den Anfang des Videos, dann werdet ihr sehen, dass da oben zwei Lichtschranken sind, ein Gang, der nach rechts führt, und eine Tür an dessen Ende. Die beiden Lichtschranken oben müssen gleichzeitig aktiviert werden, um rechts die Tür zu öffnen, und die Tür ist dann dafür da, dass ich in dieses Zeitreisefeld da oben rein kann und hier den Level lösen kann. Aber da ist es nochmal. Genau. Also, zuerst mal brauche ich die beiden Blöcke. Wie kriege ich die? Naja, hier rechts ist so ein Schussteil. Das feuere ich mal ab. Aber dann fällt es ja runter, ne? Hehe, nicht wenn ich es. Wenn ich die Zeit rechtzeitig anhalte. Dann kann ich nämlich das da unten erstmal noch in der Luft balancieren. Während ich mir das hier oben hole. So. Hier hin. Und jetzt schnell den hier fangen. Ah. Das hat funktioniert. Und weil es so aufwendig wäre, das Ganze ohne Zeit stoppen zu machen, schiebe ich jetzt den da nochmal nach oben. So, die Frage ist, wo müssen die hin? Ich glaube so ein bisschen. Ja, so zentral passt schon. Ich muss da nämlich auch noch selber mit hoch, natürlich nachher. Aber so, ja, so sollte das passen. Ich meine, der Lift, ja, da ist links genug Platz und rechts vermutlich auch für mich. Wenn nicht, kann ich es ja verschieben. So, jetzt hat man gerade gesehen, der Schalter hier schaltet den Lift an und fährt dann hoch. Das Problem, was ich jetzt vermute, ist, dass die Blöcke da oben nicht ausreichen. Ich muss da auf jeden Fall mit hoch. Dazu lasse ich sie erstmal ein bisschen hochfahren. Und dann halte ich die Zeit an. Woher ich das weiß? Ich habe den Level schon mal gespielt. So, genau, jetzt hier aufpassen. Na. Ach ja, genau. Wer ein bisschen abschätzt, der sieht, zwei Blöcke reichen nicht aus, um die obere Lichtschranke zu erreichen. Dafür braucht es dann doch den dritten. Und wie man sich wunderbar denken kann, ist es nicht möglich, den dritten auf den zweiten draufzuschieben. Ne? Das sieht man, das ist zu hoch. Das heißt, wenn man jetzt vergessen würde oder aus Versehen nicht den hier draufpacken würde, dann ginge das nicht. So, was muss ich denn jetzt machen? Ich muss auf jeden Fall da runter. Ich guck mal eben. Das bleibt hier offen, das ist gut. Das macht. Ja, fährt in. Egal. Die Tür zum Zeitreisefeld ist offen. Das war blöd. Also, sobald ich da reingehe. Moment, ich muss gerade mal gucken, was da passiert. Also, sobald ich hier durchgehe, ist die Tür zu. Das heißt, ich muss hier durch. Ah, okay, und damit öffne ich das. Ich glaube. So. Also. Wie mache ich das? So, ich bei 1 Minute 30, ne, bei 1 Minute 35 halte ich die Zeit an und fliege hier rein. Ich bin noch gar nicht drauf eingegangen, aber die beim letzten oder vorletzten Mal hat TP bestimmt gesagt, mit der Pfeiltaste nach unten kann man das Zeitanhalten beenden, bevor die Millionen-Level von sich aus zu klein werden. So, ich habe jetzt 20 Sekunden lang die Tür offen gehalten. Ich komme jetzt da unten natürlich nicht raus. Es sei denn, ich halte die Zeit an. Und das tue ich hier jetzt. So. Jetzt gibt es noch eine kleine Sache zu beachten, die ich ansprechen möchte, bevor ich das mache und versaue. Ich bin gerade bei 1 Minute 30 oder 35 da unten reingelaufen. Hab die Zeit angehalten und bin da reingelaufen. Wenn ich jetzt, also bei 1 Minute 30 oder 35 da runterlaufe, da runtergehe, in Echtzeit, ohne die Zeit anzuhalten, dann wird es zwischendurch mein Vergangenheitsroboter, der die Zeit angehalten hat für sich,
und der da durch will, an mir hängen bleiben. Und dadurch wird wieder ein Paradoxon erschaffen und insbesondere wird auch nicht die Ausgangstür geöffnet. Das heißt, ich will jetzt gucken, dass ich da am Ausgang schon stehe, lange bevor der andere die Zeit anhält. Also zum Beispiel so bei 1.13. Das sollte so jetzt klappen. Jetzt war ich nicht im Weg. Jetzt war ich ein bisschen schneller und bei 1.30 sollte dann 1.35. Wasser 35. Zack. Und da kann ich raus. Yay! Paradoxa werden berechnet. 0. Und weil das vorhin schon enabled war, zeige ich einfach mal, was wirklich passiert ist. Im Schnelldurchlauf. Also hier gibt es nur diesen einen, der schießt die Zeit an. Die Hyperzeit kann man auch ausblenden. Also das hier nennt sich im Spiel Hyperzeit. Das kann man auch ausblenden in der Nachschau. Und da drüben kommt dann schon der Zeitzurückgereiste hier raus. Der sitzt da. Und geht darüber, bevor ich da oben überhaupt in der Zeit zurückgereist bin. Jetzt bleibt er dann eine Weile stehen. Geht kurz da hoch, dreht sich hier durch und reist zurück in die Vergangenheit und wird zu dem, der gerade das Level beendet hat. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal ohne die Hyperzeit. Und das sieht dann nämlich richtig lustig aus. Na, also wieder Schuss und dann zack. Passiert einfach instantan, das was der Roboter in der Hyperzeit macht. Das passiert hier einfach instantan. Und ich finde, das ist schön. So. Schön, ne? Ja gut, das kennen wir alles. Gut, Escape. Und auf zum nächsten Level. Level ist schön. Express Delivery. Was muss ich hier tun? Es gibt hier rechts zwei Blöcke. Es gibt links zwei Blöcke. Es gibt ein Zeitreisepad. Es gibt einen Schalter. Es gibt links und rechts jeweils die Möglichkeit, die Zeit anzuhalten. Und was ich hier tun muss, ist hier stehen und den Lift aktivieren. Der Block hier links, oder genauer gesagt der Schalter hier links, aktiviert den Lift. Und unten brauche ich dann die vier Blöcke. Ich fange gerade mal von vorne an, in der Hoffnung, dass ich dann die Zeit knacken kann, meine bisherige Zeit. Zuallererst will ich den Lift aktivieren. So, das sind jetzt 16 Sekunden. Das ist noch halb so wild. Ich muss nämlich nachher zurückreisen in der Zeit und die Blöcke unten fangen. Das heißt, ich sollte nicht allzu früh die Blöcke runterwerfen, weil ich ja noch zurückreisen muss. Weit genug. Und dann muss ich immer noch darüber kommen, auf den Lift, um die Blöcke fangen zu können dort. Aber ich denke, bei Sekunde 30, wenn ich zu Sekunde 5 zurückreise, das sollte machbar sein. So, erstmal die ersten beiden. Uiuiui. Ja, das klappt noch. Gut. So, und jetzt gerade mal 6 Sekunden danach. Das wird
werden wir nachher schön wunderbar sehen, wenn es so klappt, wie ich mir das vorstelle. Da fallen erst die ersten beiden runter und dann ein paar Sekunden später kommen die nächsten beiden runter. Das wäre nichts gewesen. Dabei ist natürlich in der Zwischenzeit hier ganz viel passiert, ne? Ist, zum Beispiel habe ich es verkackt. Vielleicht war es... Ah, genau, hier ist mir auch, wofür die Blöcke sind. Die sind dafür da, am Ende die Lichtschranke zu unterbrechen, damit man zum Ausgang schreiten kann. Jep, das habe ich gerade versaut. Vielleicht sollte ich den Lift als letztes anschalten. Und sich nachher so lange warten. Mal alles auf einmal. Erst die Blöcke rüber. Dann noch den. Den Lift an. Vielleicht das. Ja, das genau reingeflogen. Das reicht nicht. Ach, Mist. Dann fange ich einfach rechts an. Dann habe ich nämlich noch ein paar Sekunden, bis der Lift anfängt zu fahren. Wenn ich den Lift allerdings so spät anschalte, dann muss ich hier aufpassen, dass ich nicht unten rumfliege. Weil ich werde ja nachher voraussichtlich hier schon unten stehen, um die Blöcke zu fangen. Und wenn ich da dann stehe und die Blöcke fange, dann bin ich ja nachher der Hyperzeit hier im Weg. Ja, was ich vorhin meinte, im Level davor auch. Das führt leider auch zu Paradoxa, die böse sind und Strafzeit geben, die ich deswegen vermeiden möchte. So. Noch den Block. Ja, da habe ich wieder den Lift noch nicht aktiviert. Das wird diesmal wieder nicht ganz reichen. Aber das macht nichts. Direkt wieder die Zeit anhalten. Zack, anhalten und einfach nach unten weiterhin drücken. Und dann kriege ich schnellstmöglich die nächste Möglichkeit, die Zeit anzuhalten. Das wird nachher noch wichtig. Ich weiß nicht, ob es der nächste oder übernächste oder der überübernächste Level ist. Da kommt einer, wo man wirklich so schnell wie möglich hintereinander, ich glaube mindestens zweimal, die Zeit anhalten muss. Ich darf hier auch nur einmal zurückreisen. Und da sollten auch schon die ersten beiden sein, genau. Ein paar Sekunden später kommen dann die nächsten beiden. Ich war mal schnell. Das ist jetzt gerade ein bisschen der langweilige Part, einfach hier unten zu stehen und fangen. Ja, und da ist auch der Lift an. So. Das war doch gar nicht so schwer, wenn ich es nicht versaut hätte. Gibt es da unten was? Nein, da unten gibt es nichts. Und also, tschüss, Level. Kein neuer Rekord. Aber die 15 Minuten sind fast voll. Damit ist diese Folge zu Ende. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal.